Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir sprechen heute nochmal über die Beyond Meat, wo wir diese Woche ja schon mal darüber gesprochen haben. Aber wir nehmen diesmal die Beyond Meat aus einem ganz anderen Grund als im letzten Video. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, je nachdem, was du für eine Erwartungshaltung hast, bullisch, bärisch, wie auch immer, was kannst du damit machen? Und heute will ich dir mal aus meiner Sicht etwas zeigen, wo ich sage, viele machen einen Fehler beim Optionshandel, wie überhaupt beim Börsenhandel, nämlich es fehlt die Systematik dahinter, sondern oftmals ist es reine Zockerei. Und ich begründe dir das auch gleich und komm, ohne lange Vorrede, lass uns anfangen. Also die Beyond Meat Aktie, ne, die ist ja wirklich nach wie vor in aller Munde. Die Aktie ist jetzt gerade, ich habe jetzt hier den Stand von Donnerstag und da ist sie bei 141 Dollar. Ne? Je nachdem, das kann also, wenn du das Video siehst, da kann es also 20-30% höher sein, aber auch 20-30% tiefer. Und der Grund, warum ich jetzt die nochmal herangenommen habe, ist folgender. Und zwar, ich habe bei uns in der Facebook-Gruppe etwas gelesen und auch gestern kam jemand hier beim Seminar zu mir. Wir haben gerade hier in der Akademie ein Immobilienseminar und da ist auch ein Teilnehmer dabei, die aber auch Optionen handeln. Da kam ein Teilnehmer und sagt, ja, ich habe jetzt auch gerade, ich habe das Video gesehen und ich habe auch gerade Calls geschrieben auf Beyond Meat. So, und warum schreiben jetzt so viele Leute Optionen auf Beyond Meat? Und der Grund ist natürlich der, dass man sagt, okay, die hat natürlich eine unglaublich hohe implizite Volatilität. Ne? Das ist ganz klar eine Aktie, die sich so extrem bewegt. Also wir waren ja zum Börsengang, wie gesagt, bei 25 Dollar, dann der erste Kurs 46, dann sind wir hoch bis auf knapp 190. Ich gucke jetzt mal, der Hochkurs war irgendwo hier an dem Tag, das war der Montag dieser Woche, da waren wir bei 186 und jetzt sind wir eben wieder runter auf 141. Das heißt, die Aktie bewegt sich wirklich brutal hin und her und das treibt natürlich unglaublich die Volatilität. So, und das zieht natürlich viele an, die sagen, hey, guck mal, wie weit weg ich jetzt Optionen verkaufen kann, was ich dafür Geld dafür bekomme. Und wenn wir uns beispielsweise mal, wir schauen uns jetzt mal als allererstes die Call-Optionen an. Ich mache euch wieder ein Bild rein, das ist wieder aus E-Volatility. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, ich habe jetzt mal einfach Laufzeit gewählt, den nächsten Standardverfall im Juli, okay? Und wenn wir da jetzt zum Beispiel uns anschauen, wir bekommen momentan für einen 200er Call, okay, 200er Call, wir sind bei 141, das Ganze lag bei 186 im Hoch und 200, da würden wir jetzt bekommen roundabout 300 Dollar. Und das ist natürlich wahnsinnig viel. Ne? Und das ist ein Delta, lassen Sie uns ganz kurz schauen, das ist ein Delta von 15. Wenn wir ein 10er Delta nehmen würden, dann wären wir bei 220 und dann würden wir 200 Dollar bekommen. So, das ist natürlich eine unglaublich große Prämie. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, wie gesagt, was müsste denn passieren, damit die auf 220 geht, dann müsste die vom aktuellen Stand bei 220, da müsste die um die 55% ansteigen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Aktie nochmal 55% ansteigt? Da werden jetzt viele sagen 0. Nein, es ist 10%. Warum? Wir haben ein Delta von 10. Also, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 10%. Und so gesehen ist das natürlich eine verlockend hohe Prämie, die wir hier haben. Wenn wir mal auf die Put-Seite wechseln, ich schalte das hier im Hintergrund gerade mal um. Wenn wir mal auf die Put-Seite wechseln, wir bleiben mal beim gleichen Verfallsdatum. Und wenn wir jetzt beispielsweise gehen würden auf ein Delta 10, da reden wir über einen 92,5 Put, das sind bei 141, 92,5 Put, dann wären wir irgendwo, dann bekommen wir 360 Dollar. Das heißt, was müsste die Aktie machen? Die müsste jetzt 92,5, guck gerade nach, dann müsste die auch ungefähr ungefähr ein Drittel fallen, also roundabout ein Drittel. Und du kriegst aber auch noch zum Beispiel bei 80 immer noch eine super Prämie. Ne? Also wenn du auf 80 gehst, da reden wir über ein 5er Delta und dann müsste sich die Aktie ja quasi fast halbieren. Ne? Bei 70, wenn es sich genau halbiert, kriegst du immer noch 82 Dollar
und mit einem Delta von 0,03, also 3% Wahrscheinlichkeit. So. Und das ist jetzt natürlich der Grund, warum es so viele Leute gibt, die jetzt diese Optionen verkaufen. Und wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass du mit diesen Trades Geld verdienen wirst. Warum? Naja, weil die Wahrscheinlichkeit eben sehr, sehr groß ist, dass du, wenn du hier so einen Call verkaufst oder wenn du so einen Put verkaufst, dass die Preise da nicht hingehen. Übrigens, ganz spannend ist, ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass die Aktie großartig fallen wird. Ja, das ist mal ein bisschen off-topic. Zumindest nicht momentan. Warum? Der Grund ist, damit die Aktie fällt, müssen ja vor allen Dingen die Shortseller ein bisschen draufhauen. Und die long sind, die meisten Leute, die long sind, sitzen ja auf Gewinnen, außer die wirklich ganz am Hoch eingestiegen sind. Und wir haben momentan extrem hohe Gebühren für das Shorten dieser Aktien. Also wir haben heute früh nachgeschaut, war die Leihgebühr. Das heißt, du weißt, wenn du etwas leer verkaufen willst, musst du die Aktie vorher leihen. Die Leihgebühr war 105%. Die war diese Woche schon mal bei 150%, jetzt sind es noch 105. Das heißt, du musst aber in ganz, ganz kurzer Zeit wirklich deinen Trade-Erfolg mit fallenden Kursen haben, weil sonst fressen dich einfach die Zinsen auf, die du für diese Leihe bezahlst. So. Und aus dem Grunde glaube ich, dass viele Shorts auch wieder aufgelöst werden, relativ schnell, sobald die Aktie ein bisschen fällt. Und deswegen wird die sich wahrscheinlich relativ stabil hier halten, zumindest mal in den nächsten paar Tagen noch. Ne? Was jetzt in einem Monat, in zwei, in drei ist, das spielt erstmal nicht so die Rolle. So. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass solche Trades nicht gut sind. Ne? Das könnte man sagen, ist doch egal. Wenn ich das sehe, wenn ich so eine Trade-Gelegenheit sehe, dann mache ich sie doch auch. Und ich sehe jetzt auch schon, sowohl auf Facebook, auf YouTube und so weiter, sehe ich jetzt schon wieder Videos kommen, Beiträge kommen. Hier mit dieser Aktie habe ich mit Optionen 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 Dollar verdient. Alles gut und schön. Das Problem an der Sache aus meiner Sicht ist aber, was ist das für ein Prozess? Das heißt, ich handle Optionen nicht um der Trades willen, okay? Für mich sind Optionen ein Hilfsmittel, um langfristig an der Börse Geld zu verdienen. Also mir geht es da um Regelmäßigkeit, mir geht es um Langfristigkeit und der einzelne Trade ist nicht zu entscheiden. So, und wenn ich jetzt so einen Trade mache und sage, hey, okay, komm, nehme ich mal 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, wie viel 1000 Dollar mit, dann ist das zwar schön, aber was kann ich denn aus diesem Trade außer dem Geld mitnehmen? Und jetzt werden viele sagen, das langt doch, wenn du Geld verdient hast. Und da sage ich, nein, das langt aber nicht, weil ganz wichtig ist es, dass du im Geschäft, und Börse ist ein Geschäft, dass du da einen langfristigen Erfolg, ein langfristiges System hast, dass du eine Reproduzierbarkeit hast. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, er spielt heute Lotto und gewinnt, dann ist das zwar schön, aber kann er das nachvollziehen? Er kann sagen, ah, okay, ich habe diese Zahlen getippt, ich habe an dem Tag meinen Lottoschein abgegeben und ich saß um Punkt 19 Uhr vor dem Fernseher und habe zugeschaut. Das ist ja kein Prozess, das war rein weg durch Glück. Und solche Trades wie hier sind im Grunde genommen auch rein weg eine Glückssache. Ne? Werden funktionieren, aber wie oft kannst du das machen? Also wie kennst du schon die nächsten 100 Beyond Meat Aktien, die an die Börse gehen, wo du genau das Gleiche machen kannst? Würde das, was wir hier in Beyond Meat sehen, permanent passieren, also wo du sagst, okay, das passiert 4, 5, 6 Mal im Jahr, ne? Dann könntest du sagen, okay, da baue ich eine Strategie darauf auf, immer wenn diese Aktien so überbewertet kommen und so extrem überbewertet sind und sich so eine extrem hohe implizite Volatilität aufbaut und die Optionen so teuer werden, dann kann ich was machen. Das sind ja aber Ausnahmen, ne? Also zeig mir noch ein, zwei andere Börsengänge in den letzten 12 Monaten, die genauso waren, wo du das hättest genauso machen können, ne? Und zeig mir die nächsten in den nächsten 12 Monaten. So, das heißt, das wird schwierig. Und deswegen sind diese Trades reines Glück. Für jemanden, der jetzt viel macht, der viel und aktiv an der Börse ist, der kann sagen, okay, komm, nehme ich mal mit. Ja? Auf der anderen Seite, ist es das Risiko wert? Ne? Ist es das Risiko wert? Also, wenn du jetzt zum Beispiel der Kunde, mit dem ich mich hier unterhalten hatte, der hat 140er Calls geschrieben. So, 140er Calls bringen heute, muss ich mal schnell schauen, was die bringen. Ich gehe nochmal ganz kurz hier zurück auf die Calls. 140er Calls bringen aktuell 14 Dollar, das heißt 1400 Dollar, eine Menge Holz. Aber wenn die halt auf 186 gehen und dort schließen, ne, was niemand weiß, weil niemand von uns hat eine Glaskugel, so, dann liegst du eben mit diesem Ding 4600 Dollar hinten, abzüglich der Prämie, liegst du über 3000 Dollar hinten. Lohnt sich das? Also ist das der Aufwand wert?
ne, dass du das machst. Und daher bevorzuge ich, wir haben uns heute früh dann auch hier im Kollegenkreis im Handelsraum unterhalten, und wo dann sofort meine Händler gesagt haben, ja, guck mal hier, wir haben gestern diese Puts auf Silber verkauft, die liegen 10% unter dem Preis. Wir haben momentan diese Option auf XYZ, die liegt 20% unterhalb des Preises. Guck mal, wir haben hier diesen Short Put auf diese Aktie, die ist gerade auf neues Allzeithoch ausgebrochen, hat einen langfristig stabilen Trend, ist eine solide Firma. Das heißt, das ist hinter jedem einzelnen Trade ein Prozess, und wenn dieser Trade abgeschlossen ist, machen wir sofort den nächsten und wieder den nächsten und wieder den nächsten und wieder den nächsten nach dem gleichen Prinzip. Und damit bekommen wir eine Regelmäßigkeit in unsere Trades. Das heißt, egal was der einzelne Trade bringt, was der Monat bringt, was das Jahr bringt, das spielt nicht so die Rolle. Wir wissen aber, wenn wir das machen, können wir auf Sicht von vielen Jahren, werden wir extrem viel Geld damit verdienen. Wenn wir dagegen solche Einzelergebnisse traden, Das sind alles Ego-Trades. Da geht es nur ums Ego. Ich habe die Beyond Meat am höchsten Zeitpunkt geschortet. Das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, ja, ich habe den Markt genau am Tief gekauft. Ne? Ich habe Steinhoff genau am Tief gekauft. Oder ich habe die Deutsche Bank am Tief gekauft. Oder irgend sowas. Kann mal gut gehen. Auf Dauer ist es aber ein Geschäftsmodell, was dir Kapital entzieht und was dir kein Kapital hinzufügt. Und aus dem Grunde, damit bin ich für heute auch schon durch, überlegt immer, wenn ihr Trades macht, ist das, was ihr jetzt gerade macht, wäre das im nächsten, im übernächsten und auch in 100 Trades noch reproduzierbar. Und immer wenn es das nicht ist, wenn ihr so ein vermeintliches, oh, da hat man mal was Besonderes, dann betrachtet es als auch etwas Besonderes. Ne? Ich kann euch nicht verbieten, das zu machen. Und wie gesagt, macht es von mir aus, aber seid euch bewusst, hat nichts mit Investitionen zu tun. Das hat nichts mit Investment zu tun, das ist Zockerei. Es ist ein kleiner Zock, grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber es hat nichts damit zu tun, ob ihr langfristig erfolgreicher Händler werdet. Weil auf Zockerei könnt ihr kein Geschäftsmodell aufbauen. Wir hören uns und sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Und falls ihr noch sagt, okay, ich bin eigentlich so ein Zocker. Ne? Das stimmt, ich habe überhaupt keinen richtigen Prozess. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen soll. Manchmal mache ich so, manchmal mache ich so. Ne? Dann findest du hier unter dem Video einen Link. Trag dich da ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch, dann sprechen wir miteinander, wir zeigen dir eine Strategie auf, wie du das umsetzen kannst und dann schauen wir mal, wie weit wir mit dir gemeinsam kommen können. An dieser Stelle ein schönes Wochenende, genieß den wunderschönen Sommer, den wir jetzt gerade haben, es ist einfach traumhaft, genieß die Zeit, wir sehen uns wieder, bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.